Guten Morgen auch von meiner Seite und ich möchte auch euch, die ihr zu Hause eingeschaltet habt und an den Geräten sitzt, auch herzlich begrüßen und freue mich, mit euch wieder in Gottes Wort hineinschauen zu können, heute am Ewigkeitssonntag. Und da ist es, glaube ich, auch ganz passend, dass wir heute zum Abschluss unserer Predigtreihe kommen über das Apostolikum und dabei eben einen sehr hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen dürfen, die Gott für uns bereitet. Ich hoffe, dass wir, seht schon das erste Bild, vielleicht könnt ihr schon das zweite Bild schalten. Genau, das ist unser Text heute. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Was gibt es Passenderes beim Apostolikum, als diesen Text heute an diesem Ewigkeits- oder auch Totensonntag zu haben? Christen sollten eigentlich erfüllt sein von der Auferstehungshoffnung und der Gewissheit, einmal in Gottes herrlicher Gegenwart zu leben und dies in alle Ewigkeit hinein, auch wenn wir uns das mit unserem begrenzten Verstand nicht vorstellen können. Die Frage ist, ist es auch deine Hoffnung heute Morgen? Angesichts aller Probleme und Schwierigkeiten, aller Sorgen und Nöte, die deinen Alltag so herausfordernd machen? Nun, mit dem Apostolikum bekennen wir uns ja nicht nur dazu, an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, sondern dürfen uns auch immer wieder gegenseitig an diese ermutigende Zukunftsperspektive erinnern, die Gott seinen Kindern bereitet. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst heute und auch diese Predigt ein wenig dazu dienen kann. Die nächste Folie bitte. Wiederherstellung und Ewigkeit. Darum soll es heute zum Abschluss gehen. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem letzten Buch der Bibel, die Offenbarung, Kapitel 21. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Die Verse 1 bis 8. Johannes schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Bis hierhin Gottes Wort. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Dankeschön. Wiederherstellung durch Neuschöpfung. Schauen wir auf Vers 1. Nun, ich weiß nicht, ob unter uns Leute sitzen, die
einmal ein gebrauchtes Haus, also ein Haus gekauft haben, ein altes Haus. Nun, manche Käufer alter Häuser haben im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass ein Abriss und ein Neubau wesentlich günstiger gewesen wäre. Aber man hat sich irgendwann mal in dieses Objekt verliebt und so renoviert und restauriert man, was die Zeit, die Kraft und das Geld eben erlauben. Auch Gott hat sich verliebt. Nicht in ein Haus, nein, in uns, in seine Menschen, obwohl wir es doch sind, die sich von ihm abgewandt, die gegen ihn rebelliert haben. Eigentlich unvorstellbar, oder? Und doch hat er diese Liebe in seinem Sohn Jesus unter Beweis gestellt. Und alle, die an Jesus glauben, erhalten neben ihrer Rechtfertigung und Erlösung auch ewiges Leben. Und dieses ewige Leben weist ja bereits hin auf eine Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Und auch dabei, so erfahren wir bei Paulus, wird es Wiederherstellung durch Neuschöpfung geben. Denn wir erhalten einen völlig anderen, einen neuen und herrlichen Auferstehungsleib, der absolut keine negativen Spuren unseres irdischen Lebens, unseres irdischen Körpers tragen wird. Lasst uns kurz einmal in einen kurzen Abschnitt aus 1. Korinther 15 schauen. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. 1. Korinther 15 ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Kapitel, auch gerade für diesen Tag, wo Paulus eben noch mehr über die Auferstehungshoffnung von uns Gläubigen spricht. Warum habe ich diesen Vers ausgewählt? Es geht um Wiederherstellung durch Neuschöpfung und ich komme gleich auf Vers 1 noch zu sprechen, aber wir wollen erstmal bei uns selber anfangen. Gott wird auch uns einmal einen völlig neuen, einen völlig makellosen und verherrlichten Leib schenken bei der Auferstehung der Toten. Und bei Johannes werfen wir nun einen Blick in diese Zukunft und lesen noch mehr Erstaunliches. Gott hält sich auch nicht lange mit Renovierungsmaßnahmen bezüglich seiner Welt auf, sondern er schafft vollkommen Neues. Johannes staunt, wenn er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Nebenbei bemerkt, so wichtig auch ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung ist, auch gerade für uns Christen, wir werden unsere Erde nicht retten. Und das ist auch nicht unser Auftrag, sondern die Weitergabe des Evangeliums, durch das Menschen gerettet werden vom ewigen Tod. Ich glaube, das haben viele, auch viele Christen, vergessen. Johannes sieht also einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die neue evangelistische Übersetzung schreibt sogar eine völlig neuartige Erde. Das Alte ist vergangen und wie bereits die erste Schöpfung vor dem Sündenfall das Prädikat sehr gut erhalten hatte, dürfen wir auch hier von einer perfekten Wiederherstellung durch Neuschöpfung ausgehen. Auch wenn die Bibel sich an vielen Stellen diesbezüglich ausschweigt und vielleicht mehr in symbolhafter Sprache uns diese neue Welt vorstellt, nachzulesen in anderen Stellen der Offenbarung, auf die wir heute Morgen aus Zeitgründen nicht eingehen können.
Aber wir dürfen wissen, so wie es am Anfang in Genesis hieß, Gott sprach und es geschah, so ist auch hier Gott am Werk und wird eine völlig neue Erde, einen völlig neuen Himmel schaffen. Gehen wir einen Schritt weiter. Wiederherstellung paradiesischer Zustände, die Verse 2 bis 5. Da wären wir, glaube ich, alle gerne jetzt, ne? Urlaub im Paradies, ein Werbeblock gibt es jetzt gerade, aus Brigitte.de. Urlaub im Paradies, weiße Strände, türkisblaues Meer, eine Hängematte unter Palmen. Einmal im Leben sollte man dem Paradies einen Besuch abstatten, finden wir. Ob Traumurlaub in der Karibik, eine Safari in Kenia, Thailand mit Kind, Australien, Mauritius oder die Südsee, unsere Tipps und Reportagen helfen euch, die perfekte Traumreise zu finden. Und dann buchen und vorfreuen. Wisst ihr, viele geben eine Menge Geld dafür aus, ihrem tristen Alltag zu entfliehen, um das Paradies zu erleben. Freunde der Freikörperkultur meinen vielleicht auch, dass sie durch das Ablegen ihrer Kleider paradiesische Zustände wieder aufleben lassen können. Aber beides geht von völlig falschen Paradieserwartungen bzw. Vorstellungen aus. In allen menschlichen Paradiesangeboten, darin zeigt sich ja unsere Sehnsucht nach einem Paradies, nach einem Ort, wo es perfekt ist und schön ist. Aber in allen menschlichen Paradiesangeboten bleibt eben das Grundübel erhalten, unser sündiges Herz und die damit zum Ausdruck gebrachte Missachtung der guten Gaben und der guten Gebote Gottes. Gott selbst ist eben nicht Ziel und Mittelpunkt unserer menschlichen Paradiesvorstellungen und Erwartungen. Und wenn wir irgendwo viel Geld ausgeben, um dieses Paradies für ein, zwei Wochen zu erleben, wir nehmen uns selber mit. Wir nehmen unsere Probleme mit. Wir nehmen unser sündiges Herz mit. Und auch in einem Paradies, denken wir an den Tsunami vor vielen Jahren, können Katastrophen ausbrechen. Und dabei möchte uns Gott genau das schenken. Nicht das. Er möchte uns aber zurückführen. Er möchte unser verlorenes Paradies, aus dem die Menschen ja vertrieben worden sind, wieder herstellen. Aber eben auf seine Art. Schauen wir erneut in unseren Text. Johannes sieht und hört ja noch mehr. Er schreibt, er sieht Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Er sieht das neue Jerusalem. Vom Himmel herabkommen, von Gott her, wird noch dabei gesagt. Und es wird das Bild einer Braut, einer anstehenden Hochzeit beschrieben. Bereitet und geschmückt wie eine Braut. Ich glaube, hier ist unschwer, das Bild von Gemeinde zu erkennen. Dass Johannes hier die vollendete Gemeinde erblicken darf. Die voller Reinheit, Schönheit und Makellosigkeit ist. Und wenn Paulus in Epheser 5 am Ende über Ehe spricht, da verwendet er gerade auch diese Begriffe und vergleicht ja die Ehe mit der Beziehung der Gemeinde zu ihrem Herrn. Jesus sorgt dafür, dass seine Braut einmal wunderschön und makellos sein wird. Er ist jetzt schon dabei, seine Braut wieder herzustellen. Und wir erkennen hier Gottes
abgeschlossenes, veränderndes Wirken an seinem Volk, seiner Gemeinde. Das ist der Prozess der Heiligung, in der wir uns momentan noch befinden. Johannes schreibt ja hier von einer Zukunft, die noch vor uns liegt. Aber diese Heiligung, dieses Wirken Gottes an seinem Volk, gilt als Voraussetzung für all das, was Johannes sonst noch hier schreibt. Und dann hört Johannes etwas. Eine laute Stimme, und zunächst einmal kann er es nicht näher identifizieren, er schreibt eine laute Stimme vom Thron her. Es könnte Gottes Stimme sein. Und sie verkündet Gottes Gegenwart bei seinen Menschen. So wie es am Anbeginn der Welt auch war. Wo Gott diese Erde schuf, die ersten Menschen schuf und mit ihnen harmonische Gemeinschaft hatte. Wo wir davon lesen, dass Gott, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, zu Besuch kam und mit seinen Menschen, mit Adam und Eva im Garten spazieren ging und Gemeinschaft hatte. Ungetrübt. Eine Offenheit. Da war Shalom zwischen den Menschen und Gott. Er wird bei ihnen wohnen. Wörtlich heißt es hier, er wird bei ihnen zelten. Und da sollten wir aufmerken und werden vielleicht an Johannes 1,14 erinnert, wo von ja am Anfang von dem Wort geschrieben ist, was bei Gott war und was selber Gott ist. Und das Wort nahm Fleisch an, wurde Fleisch und zeltete unter uns. Christus kam in diese Welt und lebte hier für eine gewisse Zeit unter den Menschen. Und in dieser Zeit, von der Johannes spricht, geschieht im Grunde genommen Ähnliches, aber eben dauerhaft. Gott wohnt wieder unter seinem Volk. Jesu Kommen hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Gott nun in einer vollkommenen Art und Weise persönlich gegenwärtig, real und erfahrbar bei seinem Volk ist und bleiben wird. Aber Johannes erfährt noch mehr. Das Bild des göttlichen Paradieses nimmt im Grunde genommen immer mehr konkrete Gestalt an. Hier auf Erden und in unseren menschlich gemachten Paradiesen herrschen immer noch menschliche, egoistische Begierden. Aber hier, in dem Paradies, was Gott bereitet und von dem Johannes hier etwas sehen kann, da herrscht Gottes barmherziges Handeln. Und wir werden mit hineingenommen, was das bedeutet. Gott wischt jede einzelne Träne ab. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche geweint hast. Wir haben als Familie geweint. Aber es ist schön zu wissen, gut, diese Tränen könnte man auch sagen, die sind schon vertrocknet, abgewischt. Aber Gott wird einmal jede Träne abwischen. Wird dafür sorgen, dass die Ursache, der Grund all unserer Tränen, Ungerechtigkeit, Leid, Schmerzen, Trauer, Verlust, dass all das keine Rolle mehr spielen wird. Weiter heißt es, dass Gott dem Tod ein Ende setzen wird und damit eben auch jeder Trauer. Er verbannt jegliche Trauer, jegliches Geschrei, jeglichen Schmerz. Eben aufgrund von Ungerechtigkeit, die man erfahren hat, Krankheit, Verlust oder anderes mehr. Was für Aussichten sind das für alle Leidtragenden, für alle Trauernden? Es gibt Hoffnung und es gibt den Tag, wo Gerechtigkeit geschehen wird, für alle Ungerechtigkeit. Und Johannes begründet das auch, indem er schreibt, denn das Erste ist vergangen.
hätte auch schreiben können, das Alte ist vergangen. Das Irdische ist vergangen. Gott hat dem ein Ende gesetzt und etwas völlig Neues gemacht. All das, dieses neue Paradies, geschieht, dürfen wir erleben dank der Neuschöpfung Gottes. In unseren menschlich erbauten Paradiesen herrscht immer noch die Sünde, passieren immer noch Tragödien. Kann die Augenblicksschönheit nicht darüber hinwegtäuschen, dass unser Grundproblem eben noch nicht dauerhaft gelöst ist, die Abkehr von Gott? Aber Gott ist es, der alles umkehrt, der uns nicht den Rücken zukehrt, sondern uns einen Weg bahnt zurück in seine Gegenwart, in sein ewiges Reich, in sein wiederhergestelltes Paradies. In seinem Sohn Jesus lädt er uns dazu ein, dort mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Die wichtige Frage ist nur, bist du dabei? Während Johannes eben noch von einer Stimme vom Thron her sprach, wird jetzt im weiteren Text offensichtlich, wer spricht. Gott selbst ist der Redende und er bestätigt die Botschaft der Wiederherstellung durch Neuschöpfung. Seinen Worten dürfen wir vertrauen, weil sie zuverlässig sind. Weil das, was er sagt und spricht, wahr ist. Alles wird genau so kommen, wie er es voraussagt. Und dann lasst uns zu einem letzten Punkt kommen. Wiederherstellende Gnade. Die Verse 6 bis 8. In diesem Moment wechselt etwas im Text. Gott richtet, und ich denke, dass der Herr selber hier spricht, seine Worte an Johannes. Er sagt, es ist geschehen. Man könnte auch übersetzen, nun ist alles erfüllt. Dieser kurze Satz hat mich an Jesu Worte am Kreuz erinnert, wo er aussprach, es ist vollbracht. Und hier nun spricht Jesus über die aus unserer Sicht noch kommende, noch ausstehende Vollendung unseres Heils. Einmal wird er selber sagen, nun ist alles erfüllt. Und er sagt weiter, ich bin das Alpha und das Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und auch das kennen wir von einem anderen Kapitel aus Offenbarung, nämlich Kapitel 1,8. Da sagt er, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und er führt das noch weiter aus, indem er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Wörtlich steht hier, ich bin der Ursprung und das Ziel. Und genau das gilt ja auch für unser Leben. Dass wir, wenn wir die Bibel aufmachen, lesen dürfen, wo unser Ursprung ist. Wir sind nicht durch Zufall auf dieser Erde. Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Er hat uns in diese Welt hineingebracht. Bei ihm haben wir auch unseren biologischen Ursprung. Natürlich noch besser, wenn wir sein Heil in Jesus annehmen und ihm eben ganz gehören und unser Leben ihm anvertrauen. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir die Augen zuschließen und in irgendeinem Sarg landen, dass damit nicht alles aus ist. Wir haben ein Ziel, auf das wir zusteuern, die Herrlichkeit bei Gott. Auch wie gesagt, ich muss gestehen, ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Die Bibel gibt einige Anhaltspunkte, wir werden Anbetung vielleicht ohne Ende machen. Vielleicht kaum vorstellbar, wenn wir hier, wenn wir eine Viertelstunde stehen, schon uns freuen, uns wieder hinsetzen zu dürfen. All diese Begrenzungen an Müdigkeit, dass die Beine uns wehtun. Ich habe eben
eine kurze Zeit gekniet bei einem Lied, weil mir das in dem Moment einfach wichtig war, weil das, was wir gesungen haben, wollte ich auch zum Ausdruck bringen. Und ich merkte auf einmal, meine Beine fangen an zu schmerzen. Hoffentlich komme ich noch ohne zu torkeln hoch. All diese Dinge spielen dann keine Rolle mehr mit unserem neuen Leib. Die Sehnsucht, ihn anzubeten, das Bedürfnis, unseren Gott zu verherrlichen, wird so normal sein, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass da noch etwas anderes sein könnte, was uns mehr erfreut. Und dann spricht Gott über das lebendige und lebensspendende Wasser, das er für jeden bereithält, der es trinken möchte. Also ich verstehe den Text nicht so an dieser Stelle, dass dies auch erst bei der Vollendung und Wiederherstellung am Ende der Zeit geschieht, sondern eine Einladung an die Empfänger der Offenbarung damals und auch an uns heute ist, die wir ja noch in der Gnadenzeit leben und auf Gottes Wiederherstellung aller Dinge warten. Und dieses Lebenswasser gibt es umsonst. Das ist ein Gnadengeschenk. Deshalb habe ich diesen Text, diesen Abschnitt auch überschrieben mit wiederherstellende Gnade. Das ist etwas, was im Hier und Jetzt erfolgt. Dieser Text mit dem lebensspendenden Wasser hat mich an zwei andere Texte aus dem Johannesevangelium erinnert. Auch da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen, weil ich die sehr wesentlich und wichtig finde. Einmal die Stelle an diesem Brunnen mit der Samariterin, Verse 10, 13 und 14. Jesus antwortete ihr und sprach: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihm gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und dann Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, also Wasser aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Im Grunde genommen etwas anders und vielleicht auch etwas einfacher ausgedrückt. Da, wo ein Mensch erkennt, ich brauche die Vergebung Jesu. Ich brauche, dass er mir begegnet in seiner Gnade. Ich möchte mein Leben ihm vertrauensvoll in die Hände legen. Da ist das so, als wenn wir zu seinem Brunnen, zu seiner Quelle kommen würden, um dieses Wasser in uns aufzunehmen und dadurch eben Kind Gottes zu werden, ewiges Leben zu erhalten, Vergebung unserer Schuld und manch anderes mehr. Und dann die andere Stelle in Kapitel 7. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist also der Moment, wo Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Natürlich kann man theologisch auch sicherlich sagen, dass wir immer wieder neu zu seiner Quelle kommen sollen, aus seinem Brunnen schöpfen sollen, seine Gnade täglich in Anspruch nehmen sollen. Ja, aber irgendwann hat es angefangen, wo wir der Einladung Gottes geglaubt haben, vertraut haben und zu dieser Quelle gekommen sind und reich beschenkt wurden. Ewiges Leben fängt nicht erst am Ende der Zeit an, sondern hier, heute, jetzt, wenn ein Mensch sein Leben Christus anvertraut. Jesus sagt das ganz einfach: Wer den Sohn hat, hat das Leben.
Und damit meint er ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Gott wirkt bereits heute mit seiner wiederherstellenden Gnade an Menschen, die ihm vertrauen und bei ihm Vergebung ihrer Schuld suchen. Und dann steigen sie ein in den Prozess der Heiligung, und das ist ja der Prozess, wo Gott an unserem Herzen arbeiten möchte und uns von innen nach außen verändert, dass wir verändert werden in das Bild seines herrlichen Sohnes. Und diese Menschen, und ich hoffe, du gehörst auch dazu, sie gehören dank seiner Gnade zu den siegreichen Überwindern durch Glauben und werden Anteil erhalten am himmlischen Erbe als Gottes Töchter und Söhne. Das lesen wir am Ende unseres Textes in Vers 7. Wer überwindet, wird dieses erben, und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Die Frauen, die Töchter sind natürlich hier mit eingeschlossen. Was für ein ermutigender Text. Was für ein hoffnungsvoller Text im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf das, was noch kommen wird. Wenn wir in die Nachrichten reinschauen, dann können es uns grauen, was auf diese Welt noch zukommt. Das schreibt die Bibel auch an anderen Stellen. Aber wir dürfen wissen, ja, diese Welt ist nicht alles, was Gott für uns bereitet. Diese Welt wird vergehen. Wir werden sie nicht retten können. Aber Gott hat für sein Volk, für seine Gemeinde, für seine Kinder eine herrliche Zukunft bereit. Aber unser so ermutigender Text schließt leider mit einer stark negativen Aussage und Warnung. Wer im Unglauben verharrt, wer sich gegen Gottes Gnade wehrt und an seinem sündigen Verhalten festhält, und einige dieser Dinge werden ja hier im letzten Vers, in Vers 8, aufgelistet, der disqualifiziert sich selbst für dieses Paradies. Ihn erwartet am Ende der Feuersee, ein anderes Wort für die Hölle. Und Johannes schreibt, das ist der zweite und ewige Tod. Lieber Freund, ich wende mich auch an dich zu Hause an dem Bildschirm, aber auch der ein oder andere vielleicht hier bei uns im Gottesdienstraum. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Weißt du das? Hast du da eine innere Gewissheit, eine innere tröstende Gewissheit? Hast du diese innere Sehnsucht und Hoffnung nach diesem Paradies, über das wir heute Morgen etwas gehört und gesprochen haben? Lass dich vor diesem endgültigen Gericht Gottes warnen. Lass dich von ihm zur Buße führen. Denn auch dir möchte Gott heute Morgen seine wiederherstellende Gnade schenken und dich einladen in sein ewiges Reich. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Text, den ich im Status eines unserer Gemeindeglieds gelesen habe. Das fand ich sehr inspirierend und dachte ich, das passt ganz gut. Da heißt es, oft hören wir, das Leben ist kurz, genieße es. Vielleicht sollte man besser sagen, die Ewigkeit ist lang, und das ist jetzt menschlich ausgedrückt. Aber deshalb bereite dich gut darauf vor. Ergreife die wiederherstellende Gnade, die Gott dir in seinem Sohn Jesus anbietet. Amen.